So, liebe Fußballfreunde, wieso sehe ich denn so dunkel aus heute? Haut hin. So, Fisch, bitte mal ruhig. Du weißt, du bist jetzt noch nie einen ordentlichen Beitrag geleistet. So, Florian, heute ist wieder Mittwoch? Heute ist Mittwoch, ja. Jawohl, wir haben ein Spitzwochenende, alle Mann. Lachendes, verloren, gewonnen. Ja, es geht eigentlich. Verloren, gewonnen, gewonnen. Ja. Fangen wir mit der zweiten an. Wir haben sie gespielt. Ergebnis wissen ja meistens sowieso schon. In Esperstedt 4-1 verloren. Ja. Und warum? Weil sie mich nicht aufgeschrieben haben. Ja, da kommen wir erstmal zu einer ganz bösen Sache. Der erste Trainerentlassung in Weißenschombach, Duri ist weg vom Fenster, hat vergessen, mich aufzuschreiben. Das ist ja überhaupt nicht passiert. Ja? Ich hole noch die Leute ab, bevor er schon hier kommt, wieder. Und Mike wird es vergessen. Nicht mal was auswechseln. Was siehst du mal? Brauchen die nicht mehr. Da kann ich gleich die Schuhe verbrennen. Ja, wenn also noch einer Spieler sucht, ja, ich weiß schon, ob ich so schlecht wie lesen, wenn ich bei der zweiten mehr, Junge. Fängst du bei der ersten oder an? Naja, gut. Ja, nehmt ihr okay. Christian, das ist brach, mein Freund. Das ist brach, heute muss nah dran, ne? Ja, ja, also, solche Kisten. Ja, und da haben sie natürlich verloren, ist ja klar, wenn der beste Mann nicht dabei ist. Ja, Florian, Halbzeitstand? Halbzeitstand 2-0 für Esperstedt. Ja. Endstand? War ja 4-1, wer das durch ist? Der Bohne. Der Bohne ist raus und hat noch ein Tor gemacht. Ja, ich habe ja auch nicht geguckt vor Wut. Hast du was gesehen? Ich habe auch nicht viel gesehen. Also naja, Esperstedt war ja klar, dass sie entsprechend stark sind. Die waren ja vorher Saison ja aufgestiegen, haben ja von sich aus zurückgezogen. War vielleicht auch nicht die verkehrte Entscheidung. Und ja, Marki Mark war noch mit dabei. Hat auch nicht mitgespielt. Warum nicht? Was hat er gehabt? Leider verletzt. Irgendwas mit Knie. Ich habe es extra ausgedruckt, weil er hat die Verletzung, die ich zur Ostzeit nicht gab. Er hatte Adduktorenverletzung. Florian, was sind Adduktoren? Weiß ich doch nicht. Naja, das ist ja hier eine Bildungssendung. Ja, weil wir sind ja hier der Marktführer in Weißenschombach. Wir sind ja hier der Marktführer in Weißenschombach in TV. Ja, also den schwächsten Teil der oberen Oberschenkelmuskulatur, den schwächsten Teil der vorderen Oberschenkelmuskulatur bilden die Adduktoren. Sie werden beim Heranziehen des Beins, beim Schießen und bei Richtungswechseln benötigt. Also brauchst du schon beim Fußball, ja, so eine Scheiße. Infolge der Überlastung beim Fußball neigen Adduktoren zur Verkürzung. Wird dieser nicht durch ein spezielles Dehnprogramm entgegengewirkt, so kommt es zum Beispiel bei einem Ausfallschritt, bei dem die ganze Länge des Muskels benötigt wird, zu einer Reizung oder sogar zu einem Einriss. Da weißt du, wie der verletzt war, ja? Oh, der Arme. Da konnte nur sitzen. Die Reizungen machen sich an der schwächsten Stelle der Muskulatur am ehesten bemerkbar. Also am Muskelansatz und der Sehne. Und diese sitzt bei den Adduktoren am Schambein. Gut, hat man es sonst nicht, ja, sie hat solche Krankheiten, also jetzt wisst ihr es ganz genau. Er hatte muskuläre Probleme, der Kleine. Impotent. Er hatte Schambeinprobleme und da ging es natürlich nicht. Also saß mal Peter draußen, hab du mir Zeug erzählt und ein bisschen da noch der Erste geguckt. Okay, war gleich der Einsatz, Erste. Wie haben wir gespielt? 4-1. Ja, bei uns gibt es nur, ja, Hopp oder Top, ja, dazwischen gibt es noch nicht. Entweder Rakete nach unten oder Rakete nach oben. Jawohl. Wollen wir noch die Tore natürlich benennen und ein bisschen erzählen, Florian? Ja, Nembitz hat 1-0 Führung gemacht. Achso, ja, Nembitz ist 1-0 Führung gegangen. Wir hatten zwar schon schöne Chancen, haben aber das Tor nicht gemacht. Und dann kommt es, wie es immer kommt. Die hatten noch einen Freistoß, war es gewesen, ja. Dank sich dann der Captain von dem Tor, zwei, drei Mann, nimmt er von uns aus im Strafraum und stoppelt den Ball dann rein an Fisch vorbei. Ja, haben wir mehr oder weniger selber verkackt, sind wir nicht konsequent genug und das haben wir ja schon ein paar Mal das Problem gehabt, da müssen wir noch unbedingt uns verbessern. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass wir an dem Tag gewinnen können, weil wir doch stark dagegen gehalten haben. Und so ist es dann auch passiert. Wie sind die Tore alle gefallen? Alle durch? Alle durch. Standards. Wir haben alle vier Standardtore geschossen. Ja, alles nach Ecken und Freistößen. Die haben wir der Reihenfolge nach durch. Erste Tor. 1-1 kam noch eine Ecke von Christoph und Steve mit Kopf. Hat einen reingekoppt, schöne Ecke. Ja, Steve profitiert natürlich als Stürmer auch davon, dass die Freistöße und Ecken alle richtig gut kommen. Und da kann man natürlich dann auch als Stürmer tiefer werden.
So, danach? 2-1 noch in der ersten Halbzeit, auch nach Freistoß von Christoph. Ja, schiebt Steve schön durch. Ja, war ein bisschen weiter weg vom Tor. Ja. Er tut in so einem freien Raum zwischen, zwischen Mauer und Dings. Und Steve kommt reingelaufen, kann sich die Ecke aussuchen. Kann er doch mal nicht machen. Gibt es nichts zu halten. Also 2-1 zur Halbzeit, waren wir vorne. Und ja, das ist ja dann am besten, man macht dann noch das Dritte, dass man ein bisschen Ruhe reinkommt. So 2-Tore-Abstand ist dann schon ein bisschen beruhigender. Wie ist es passiert? Wieder Freistoß, diesmal direkt verwandelt von Toni. Ja, ja, das ist ja das. Erstmal das Tor treffen, dann muss ich mich da drum erstmal halten. Ja, wenn man es gleich daneben schießt, wird es nicht. Ja, Toni Aufsetzer. Ja. Ja, und Thomas kann nicht festhalten. Und da war er drin. Ja, und dann das letzte Tor. Das letzte Tor war nach einer Seppo-Ecke. Seppo hat sie von der rechten Seite dann gebracht. Genauso schön, wie Toni das von links macht. Und Steve konnte wieder davon profitieren. Steve konnte wieder mit dem Kopf einnicken. Ja. Also, Steve hat 3 Tore gemacht und eins dann Toni. Ja? Ja, ist ja schön. War ja wichtig, Spiel, wie wir vorher schon gesagt haben, dass wir wieder als Aufsteiger in Fahrt kommen. Unser Heimspiel wenigstens erstmal ziehen. Und jetzt können wir gucken nach Groß-Gräfendorf. Das sind unsere nächsten Gegner. Bei der ersten und der zweiten. Und da werden wir mal sehen, was wir da machen können. Weil danach haben wir ja die Spitzenreiter. Und ich denke auch, die sind nicht umsonst da vorne. Hier in Rassnitz zu Hause. Und da werden wir mal sehen, was wir machen. Achso, haben wir zwei Auswärtsspiele noch? Ich habe jetzt auch noch nicht geguckt. Wir hatten jetzt den Buna-Skopa danach gespielt. Ach ja, 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 ja. Das hat ja alles durcheinander gebracht mit Buna-Skopa. Also auf jeden Fall spielen wir jetzt nach Groß-Gräfendorf. Und dann werden wir euch weiter informieren. Ich gucke, gucken wir nochmal genau. Im Oktoberfest war jetzt in Schaumbach. Naja, das haben wir extra so gemacht. Ja, werden wir sicher mal sehen, ob Peter mal wieder extra Mittwochsvideo macht, als Werbeveranstaltung. Okay, wir haben ja noch eine dritte Mannschaft am Start, nämlich welche? A-Jugend. Jawohl. Und wie haben die gespielt? 9-0. 9-0. Jetzt müssen wir natürlich sehen, dass wir die Torschützen dann alle zusammenkriegen, weil wenn wir mal so viele schießen. Also wir können es auch kurz machen, es haben alle getroffen, außer Erik. Willer. Und einige so doppelt. Aber nicht so viele, es haben fast alle durchgeschossen. Haben wir es alle aufgeschrieben? Kriegen wir es alle zusammen? Josef Rolle hat 2 geschossen. Dann hat Pascal Skorupka 2 geschossen. Und dann ging es der Reihe nach los. Sascha, Erik, Patrick. Was sind wir bei? 7. Bei 7. Rehlein. Rehlein hat natürlich vielleicht noch ein spektakuläres Tor geschossen und Lukas. Aber Rehlein hat einen Volley aus der Luft reingeschossen. Schießt man sicher auch nicht alle da. Ja, natürlich war Bad Gösen auch nicht das Master Dinge. Aber man muss ja erstmal 9 Tore schießen. So, da geht es dann weiter bei der A-Jugend das Wochenende. Ich genau bräuchte 2. Und wenn wir dann mal die Ergebnisse jetzt dann schon gucken, müssen wir sehen, dass wir da vielleicht auch noch einen Punkt holen können. Und dann werden wir mal sehen. Es wäre natürlich nicht schlecht, wenn man gleich mit 6 Punkten in so eine Saison starten könnte. Werden wir sehen. Ja, das erste Landesligaspiel gleich 0-0 gewonnen. Naja, nützt ja nichts. Jetzt sind ja die weiten Wege. Jetzt sind wir ja über die Kreisgrenzen hinaus gefahren. Ist ja schön. So, Florian, haben wir noch irgendwas? Alles angesagt? Also alle nochmal von Zeiten her. Groß-Gräfendorf, alle nach Groß-Gräfendorf. Wie gesagt, um 1 und um 3 sind noch die Anschlusszeiten. Ist noch nicht die Winterpause. Und in Naumburg um 12 ist der Anstoß. Ist in dem Stadion unten am Bahnhof. Ja, genau zur Mittagszeit. Seppo, der ist ja weiser. Ja, er ist nicht schlau, sondern er ist weiß. Gut, Florian, haben wir noch etwas zu sagen? Nee, wir wollen Fußball gucken. Alles klar. Ihr wisst Bescheid. Mittwoch wieder. Macht's gut. Tschüssi.